Mein Name ist Christopher Bolte. Ich bin Bassist und Produzent in der Nähe von Hannover und wollte euch heute einmal zeigen, wie man die hardwarebasierten Gitarren-Amp-Models von Antelope Audios Zentour, Zen Studio Plus, Orion Studio und Goliath Interfaces verwendet. Dabei kommen die 16 AFX-Kanäle zum Einsatz, die in der Routing-Matrix zu sehen sind. Jeder dieser 16 Kanäle kann mit jeweils bis zu 8 Plugins belegt werden, die allesamt auf dem internen FPGA der Interfaces ausgeführt werden. Routet einfach den Eingang, den ihr für eure Gitarre oder euren Bass benutzt, via Drag-and-Drop auf AFX in 1 und routet AFX Out 1 auf Kanal 1 in Mix 1. Routet nun Mix 1 L&R auf den Monitorausgang. Pegelt nun den Eingang ein, den ihr benutzt, und geht in den Tab Effects, wo ihr die 16 AFX-Kanäle finden werdet. Kanal 1 ist der, auf dem unser Signal nun eingeht, in meinem Falle Preamp 1. Klickt auf Add New Effect und wählt zuerst aus der Kategorie Guitar Amp ein Modell aus. Ich wähle zum Beispiel einmal das Top 30 Modell aus, weil es sich gut für E-Bass eignet. Um jetzt noch ein Lautsprechermodell hinzuzufügen, klickt noch einmal auf Add New Effect und wählt aus der Kategorie Guitar Cabinet das gewünschte Cabinet aus. Jetzt könnt ihr euren Sound ganz nach Belieben einstellen. Dabei steht euch auch eine Auswahl virtueller Mikrofone zur Verfügung. Dazu gehören dynamische, Bändchen- und Kondensatormikrofone. Ebenfalls vertreten sind ein Mikro auf der Rückseite der Box sowie ein um 45 Grad angewinkeltes. Justiert nun noch die Lautstärke eures Kanals in Mixer 1 und gebt, wenn gewünscht, noch etwas Hall mit dem Sendregler hinzu. Um nun mit dem Amp-Model aufzunehmen, routet den AFX Out 1 auf USB oder Thunderbolt Record 1 und richtet in eurer DAW eine Spur ein, die Signal von Input 1 des Interfaces erhält. Dann kann's direkt losgehen. Wenn ihr jetzt zusätzlich noch Input 1 auf Thunderbolt oder USB Record 2 legt, könnt ihr sogar eine DI-Spur parallel zu den internen Effekten aufnehmen.